Wenn ihr helft, Ciri vor der wilden Jagd zu beschützen, gewährt der Kaiser euch Amnestie. Ich hoffe, wir können dir trauen. Das könnt ihr. Was ist mit Fringilla? Das weiß ich nicht, aber ich frage ihn danach. Ihr habt kaum Hallo gesagt und schon plant ihr wieder etwas. Das liegt eindeutig in unserer Natur. Höre ich recht? Du hast den Kaiser überzeugt, sie zu begnadigen? Sofern sie uns helfen, Ciri zu verteidigen. Schwer zu glauben, dass der Kaiser sich auf so einen Handel einlassen würde. Wenn du es nicht glaubst, dann nicht. Das ist mir gleich. Wie war der Teil mit Fringilla? Triss hat mir erzählt, dass ihr sie nicht erreichen konntet. Vielleicht, weil sie im Verlies des Kaisers sitzt und Ketten aus Temeritium trägt. Das hat Rita jedenfalls angedeutet. Woher weiß Rita das? Sie kommt doch selbst gerade aus dem Gefängnis. Bevor sie eingesperrt wurde, hat sie mit Fringilla gesprochen. Fringilla sagte, der Kaiser hätte sie zu sich zitiert und nach dem Treffen würde sie erklären, warum. Seitdem hat niemand mehr von ihr gehört. Ich dachte, diese Art Drama hätte sich nur bei Radovid ereignet. Das gefällt mir nicht. So war das nicht abgemacht. Wenn alles vorbei ist, muss ich ein offenes Gespräch mit dem Kaiser führen. Komm, sie warten alle auf uns. Hallo und herzlich willkommen zu Yen und dem Hexer. Und wir werden jetzt mit dem Schiff fahren, mitten in einem Sturm hinein. Meine alte Nachbarin hat Amulette gegen Rheuma verkauft. Ist das langweilig. Geralt? Jo. Danke, Yen. Bis dann. Nee, wir müssen mit ihm hier reden. Es sind alle da. Du warst der Letzte. Können wir Segel setzen? Lichten wir den Anker. Damit wäre der Aufenthaltsort seiner kaiserlichen Hoheit geklärt. Will er Skellige erobern? Er weiß doch, das sind meine Freunde. Er will dir die Inseln geben, mit Sintra und dem Rest des Kaiserreichs. Tatsächlich? Der Kaiser hilft uns beim Kampf gegen die Jagd. Und wir haben gerade Fringilla Vigo gefunden. Schnell, wir müssen den Sonnenstein finden. Danach haben wir auf Skellige wohl genug zu tun. Wir brauchen Fringilla Vigo hier. Könnt ihr mich auf Emirs Schiff teleportieren? Ausgeschlossen. Das ist besser abgeschirmt als die Schlafstätte des Kaisers. Wir könnten es natürlich mit Gewalt versuchen. Wir brauchen Fringilla gesund und munter. Meinst du, sie wissen, dass wir hier sind? Emir ist Magier. Natürlich. Wenn die Angelegenheit mit Fringilla Vigo geklärt wäre, würden sie sie wohl in ein Beiboot setzen und rüberschicken. Sie ist durchaus nicht geklärt. Der Kaiser hat der Loge Sicherheit so gesagt, aber... Fringilla ist eine heiklere Angelegenheit. Sie ist seine Untergebene und offiziell zum Tode wegen Verrats verurteilt. Du wirst rausfinden müssen, was Emir mit ihr vorhat, sobald wir eine Möglichkeit gefunden haben, dich aufs kaiserliche Flaggschiff zu werfen. Ich gehe selbst auf das Schiff des Kaisers. Du willst schwimmen? Mit zwei Schwertern auf dem Rücken? Du wirst abgeschossen wie eine Ente, bevor du weiße Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt, sagen kannst. Keine Panik. Er schafft das schon.
Versuch es nachts. Da sind deine Chancen besser. Und wenn du an Bord bist, zeig seiner Majestät diesen Brief. Übergib den Brief nur dem Kaiser. Wir sollten ihn an sein Versprechen erinnern und daran, was er davon hat. Wir wissen doch noch nicht mal, was der Sonnenstein ist. Er wurde geschaffen, damit die Bergelfen die Schiffe der Enelle herbeirufen konnten. Jetzt ist er nur noch ein Symbol für die vertane Chance, die beiden Stämme zu einen. Was? Ihr kennt tatsächlich alle die Geschichte von Gealphan und Dilian von der Weißen Flotte nicht? Bitte erzähl's uns. Ich liebe Elfenlegenden. Gealphan war ein Wissender des Erlenvolks. Er verliebte sich in eine Elfin der Enseide, Dilian. Doch sie verschmähte ihn. Geralt hat gescherzt. Zu spät. Schadet nicht, wenn ihr es wisst. Am Tag, als die Weiße Flotte Segel hissen sollte, gab Gealphan Dilian ein Geschenk. Den Sonnenstein. Er glaubte, Dilians Herz würde sich eines Tages erwärmen. Und wenn ihr Verlangen nach ihm erwachen würde, sollte sie ihn mit dem Sonnenstein zu sich rufen. Auch wenn er Welten entfernt sein sollte. Klingt vielversprechend. Hoffen wir, dass wir mehr mit dem Sonnenstein anfangen können als die Elfin. Ich wüsste lieber, ob wir den Sonnenstein verwenden können. Du? Nein. Ich? Natürlich. Mit ein klein bisschen Hilfe von den Zauberinnen. Von denen sich einige unter Deck übergeben, während andere weiterhin unerreichbar sind. Der Sonnenstein ist auf Skellige? Woher wissen wir das? Aus Legenden. Elfenlegenden. Er liegt, wo vor Jahrhunderten die Weiße Flotte gelandet ist. Also irgendwo auf irgendeiner der Inseln. Herrlich. Neusak, ich rede mit ihm. Weißt du, wo er ist? Ich frage beim Hafen. Da liegen Krachs Langschiffe verteut. Ich bin weg. Viel Glück. Kaiserliche Majestät, gestattet mir, euch daran zu erinnern, dass unser Arrangement sämtliche Zauberinnen betrifft, die sich an jedem riskanten Unterfangen beteiligen wollen, dessen glücklicher Ausgang uns so wichtig ist. Nachdem es mir bereits gelungen ist, viele Mitglieder der Loge zu versammeln, fällt es mir schwer zu glauben, dass ihr es Fringella Vigo verweigern wollt, zu unserer Gesellschaft zu stoßen. Ich verstehe, dass ihr aufgrund von persönlichen Faktoren nicht geneigt seid, euch von eurer Untergebenen zu trennen, doch versichere ich euch, dass unsere Interessen dazu nicht im Widerspruch stehen. Ich verspreche, dass ich mich an die Bedingungen unserer Abmachung halten werde, obwohl sie mir Opfer abverlangen und mich in eine unvorteilhafte Situation bringen. Ich bitte höflichst, doch mit Nachdruck darum, dass ihr Fringella freilasst. Naja, was soll ich sagen? Wir gehen mal von Bord. Schon gut. Hör auf damit. Du machst mich ganz nervös. Na Moment mal, wir müssen ja schauen, welche Queste. Wir haben jetzt tausende von Queste. Ich sollte wohl niemanden sehen gehen, wie mir liegt. Jedenfalls nicht, ehe wir nicht die wilde Jagd besiegt haben. Wir können dich immer noch auf die Nebelinsel zurückbringen. Vielen Dank auch. Okay. So, wir hätten mehrere Queste hier im Angebot. Erstmal den Sonnenstein zu finden. Könnten auch mal erst zu Krach hin. Ich würde sagen, das wäre das Erste, was ich mache. Toll, diese Schwerter, aber ich ziehe meine da gute ist er ja alte schon. Axt nie zerbrechen. Was schaust denn du? Ja, da draußen ist eine riesige Streitmacht übrigens. Ich wollte es nur mal sagen. Die beste Klinge ist... Wolf, hast du gesehen? Die schwarzen Hunde in ihren mickrigen Schüsseln. Sie kläffen und hoffen, dass wir uns fürchten. Ich hab sie gesehen. Wo ist Moissac? Bei Lugus. Dem ist ein Ankret auf dem Thron ein Stachel im Arsch. Erst recht jetzt, wo er die Schwarzen gesehen hat. Der Druide redet ein Wörtchen mit diesem zurückgebliebenen Tropf.
Ich werde Moissac aufsuchen. Muss mit ihm reden. Geh. Und wenn du diesen Sausack Lugos siehst, dann sag ihm... Ah, besser nicht. Der Druide macht das schon. Leb wohl. Respekt vor unseren Bräuchen. Und diese Hexe Yennefer auch nicht. Alles klar? Weil Hexer, wie? So, ja, denn war das schon mal hier. Achso, da geht wieder runter. Toll, diese Schwerter. Aber ich ziehe meine gute alte Axt. Ja, eine Axt ist eine Axt. Ohne Zweifel. Wir dienen ihr, der Jungfrau, Mutter und Muhme. Ein Omen des Krieges ist erschienen. Die Nabelfahr. Was verlangst du? Wollt nur mal schauen. Letzte Nacht war. Super, ne? Um nicht zu sagen, toll. Moissac, wo bist denn du? Ich hab dich im Blick. Ja, bald nicht mehr, denn ich verschwinde jetzt hinter diesem Felsen. Wo ist er denn, unser Moissac? Wo hat er sich denn hin verkrümelt? Wollen wir nochmal schauen? Wollen wir nochmal auf die Karte schauen, ob wir unser Pferd vielleicht holen sollten? Ja, ist vielleicht besser. Oh ja. Ja. Wir sehen uns gleich wieder. Respekt, Hexer. Wieso? Warum? Was meinst du mit Respekt? Wo ist er denn eigentlich? Der ist hier in der Nähe. Hast du ihm den Kopf abgeschlagen? Einen Riesenkopf über den Kamin. Was für ein... Wem? Von was redet ihr denn hier? Boah, es ist kalt, sag ich euch. Reicht es ihm nicht, die mächtigste Flotte zu haben, meine beste Klinge ist nicht wert, wenn ein schwacher Arm sie schwingt. Unter den aktuellen Umständen... Unter den aktuellen Umständen kann Krach hingehen und die Scheiße ernten, die er gesät hat. Ich kniee nicht vor einem Ankret nieder, niemals. Ist das klar? Du hilfst lieber den Schwarzen? Pfah, eher würde ich den verdammten Erscheinungen von Murhoch helfen, als Krach die Skellige regieren zu lassen. Und deine Männer, was sagen die? Folgen sie dir, wenn die Jarls dich einen Verräter nennen? Das hier ist mein Land, Druide. Hüte deine Zunge. Du wärst gern König von Nilfgaards Gnaden? Ist das dein Gebell, bevor du beißt? Sollt ihr Krach meinen Kopf bringen? Nur zu, versucht doch ihn zu kriegen. Auf sie! Hätte ich ganz vermieden. Wie schön, dass wir nicht sterben. Komm. Wir sollten hier nicht bleiben. Der ist wie... Au! Der ist wie Gandalf. Gandalf der Graue. Er gehört mir! Boah. Oh. Na danke. Runde gefallen. Und tot. Huch. Nur wegen dir, Moissac, bin ich hier runtergefallen. Nein, nicht nochmal! Alles klar? Moissac? Ich würde gern mit dir reden. Warte doch mal! Wo rennst du denn hin? Moissac! Ich habe ein bisschen aggressiv wahrscheinlich.
brennst denn jetzt? Noch mehr da? Ja, ne? Wie schön das wird, dich sterben. Schlechte Idee. Der wirbelt wie ein 20-Jähriger. Du weißt, wen du wütend gemacht hast? Wie ein 20-Jähriger wirbelt der rum. Wohin läuft er denn eigentlich? Sag mal, wohin willst denn du eigentlich? Ich wollte eigentlich mal mit dir reden. Müssen wir uns jetzt durch den ganzen Ort schlagen hier? Ja, das war... Ich habe mein Maul aufgerissen, ohne zu überlegen. Ich glaube, das war nicht so gut. Müssen wir jetzt die hier auch noch niedermachen? Moisak. Lass die hier in Frieden. Uwe, das reicht. Warte, der hier ist echt witzig. Nee. Was ist der Unterschied zwischen einem... Wohin rennt er denn? Wohin rennt er denn? Nun, Geralt, ich sehe, dass kein Streit in Skellige ohne dich auskommt. Gemein und unwahr, Moisak. Mir scheint, ich habe sogar einige verpasst. Krachs Abkömmling sitzt auf dem Thron. Und das ist dein Werk. Ich fürchte, du hast einen kleinen Bürgerkrieg losgetreten. Seit Ewigkeiten hatten die Skelliger im Kampf um die Krone ihr Blut vergossen. Das war dort so üblich und nur eine Frage des Ausmaßes. Doch das blutige Bankett auf Kaer Trolde war anders. Es war unehrenhaft und verräterisch und musste aufgeklärt werden. Einmal mehr Hexerarbeit. Arbeit, die in der Krönung der neuen Königin von Skellige gipfelte. Der Clan Drummond wird wohl früher angreifen als erwartet. Hat Krach dich nicht geschickt, um eine Einigung mit Lugos zu erzielen? Einigung? Nur Krach hat geglaubt, dass die jetzt noch möglich wäre. Dann habe ich dir die Tour nicht vermasselt? Diesmal nicht. Lugos Tod wird einiges ändern. Sein Vetter, der jetzt Jarl wird, ist ein schwacher Anführer und dumm dazu. Dieser Krieg beginnt bald und noch schneller wird er vorbei sein. Aber warum bist du nach Skellige zurückgekehrt? Aber ihr wisst schon, dass da eine kaiserliche Armee vor den Toren... Okay. Kommt Ceres einigermaßen zurecht? Die hätte das Zeug zu einer exzellenten Königin, wenn sie nur aus dem Schatten ihres Vaters treten würde. Jeder außer Lugos hat ihr Unterstützung zugesagt. Aber sobald die kaiserliche Flotte am Horizont erschien, hat der Jarl die Dinge selbst in die Hand genommen. Und Hjalmar? Der Knabe hat dreimal die kaiserliche Flotte überfallen. Dreimal gegen Krachs Willen, dreimal ging's schief. Und er findet trotzdem Freiwillige für das nächste Mal. Ja, das ist Hjalmar. Hör zu, Moisak. Weißt du etwas über den Sonnenstein? Der Legende nach ist er irgendwo auf Skellige. Erst die Maske von Ouroboros, jetzt der Sonnenstein. Die Monster können aufatmen, da du Schatzsucher geworden bist. Die Enseide-Elfen haben mich noch nie interessiert. Aber dieser Skalder Eivind, der könnte dir helfen. Hat mir mal was von unzugänglichen Höhlen oder Ruinen oder so erzählt. Wo finde ich ihn? Heute? Zweifellos in Arimnion. Du könntest auch die Perlentaucher Erling und Matthias Fischlung fragen. Die jagen derzeit am Ostende der Bucht. Fischlung? Interessant. So nennt man ihn. Kann stundenlang am Stück tauchen. Niemand weiß, wie er das macht. Aber ich habe einen Verdacht. Du magst ihn nicht besonders? Nichts Persönliches. Ich konnte schon seinen Vater und seinen Großvater nicht leiden. Danke für deine Hilfe. Ach, eins noch, Geralt.
Die Vorfahren von Matthias und Erling hätten diese Ruinen schon vor Zeiten geplündert, wenn sie nicht durch irgendeine magische Barriere geschützt wären. Nimm eine Zauberin mit. Zweifellos hast du mindestens eine dabei. Sogar eine ganze Sammlung. Ja, mögen die Götter sich unser erbarmen. Ich mag den. Der ist cool, finde ich. Ja, so gut. Was haben wir denn jetzt im Angebot ein bisschen? Fringilla. Ja, die müssten wir eigentlich vom Schiff holen, das ist richtig. Aber wir könnten auch mit dem Barten sprechen. Das sollten wir wirklich mal machen. Wo ist denn der? Ist der in der Nähe? Wäre schön. Passt auf. Wer ist hier? Hier ist der Bart. Ja, das sieht gut aus. Dann gehen wir erst noch, wenn wir schon mal hier sind, schauen wir mal hier rauf, was es da gibt. Und dann machen wir, dann werden wir heute Schluss machen, ne? Das nächste Mal werden wir vom Barden ein Liedchen hören. Hoffe ich. Sag mal, waren wir hier nicht schon mal oben? Und da ist ein riesiger Riese, den wir nicht bezwingen können. Was kann man denn ein bisschen... Naschwerk. Das ist super. Wir naschen ein bisschen. Und Käse hinterher. Reicht noch nicht, ne? Es ist zwar schon mal ein Anfang, obwohl... Es ist nicht ohne. Ich glaube, hier waren wir schon mal hier oben. Und da oben ist irgendwas, was wir nicht bezwingen können. Ach nee, da ist nur ein Schrein der Macht. Wirklich? Wirklich? Ah, nö. Sag nicht, dass da nur ein Schrein der Macht ist. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Ich komme nicht drauf. Ich hab's nicht geschafft. Komm. Ah! Nein! Nein, nicht wieder runter. Es ist echt. Na, bleib oben. Wenn wir schon mal hier sind. Ne? Jo, sieht super aus. Ja gut, ne? Das nächste Mal sehen wir uns beim Barden wieder, ne? Für heute sage ich erstmal ciao, ciao, ciao.